Allah Azza wa Jal, was haben wir gesagt? In den nächsten Vers. Er sagt uns, wie wir nicht sein sollen. Warum? Unschätzbarer Verlust. Weil wenn du bist wie die, die Allah vergessen, Allah lässt sie vergessen. Was? Vergessen, gute Taten zu verrichten. Und sie werden so maßlos, dass sie am Ende nichts haben. Und dann verlieren die was? Das Jenseits. Deswegen sollst du nicht wie die sein. Unschätzbarer Verlust. Brüder, wisst ihr, was die Leute verlieren? Wir reden von einer Ewigkeit. Wer Allah vergisst, er verliert kann eine Ewigkeit verlieren. Wer Allah leugnet, er verliert die Ewigkeit. Wir reden von Dingen, die nicht wie dieses Leben ist, das 80, 90 Jahre sind. Wir reden von einer Sache, die geht ewig. Wir reden von einem Tag, wo Allah Azza wa Jal Al-Jahim bringen wird und Propheten und Engel, die keine Sorge tragen müssen, weil die im Paradies sind, Malaika, achi, die sind so erschaffen worden. Sie gehen auf die Knie, wenn die das sehen. Die gehen auf die Knie, wenn die das sehen, was erwartet ist. Weil manche, ich weiß nicht, ob wir uns dessen bewusst sind, was wir im Spiel, wir setzen alles auf dem Spiel. Wir setzen Dinge auf dem Spiel. Warum? Warum? Was ist das der Punkt? Kann sein, dass wir nicht verstanden haben, welchen Wert das Jenseits hat. Kann sein, dass wir es nicht mitbekommen haben oder interessiert uns das nicht. Ist das Jenseits, Geschwister? Ist das Jenseits? Das ist kein Spaß. Darum, am Ende geht es sich um diese Wohnstätte. Und ich habe das schon mal gesagt und ich sage das wieder. Wir wollen nicht in Jahannam, wir dürfen nicht da rein. Komm متعددا